diese Artikel waren dann nicht mehr zu finden, nicht? Und das wurde ihm zum Vorwurf gemacht. Na gut, also es war so, dass er eben noch Diskussionen hatte. Also, und gerade weil er erkannt hatte, dass das eben falsch war, ich wollte, dass das in sein Gesamtwerk kommt. Nach der Diskussion, nach dem Artikel von Herrn Walter, kam es dann dazu, dass, dass er also Oskar Negte autorisiert hat, das herauszugeben. So kam also in dem Beruf, diesem Beruf und sah zur Katastrophe. Das ist, sind diese Artikel drin, das sind ja nur ein, zwei oder drei. Also von, das sind keine großen Elogen Stalins, man vergleicht zum Beispiel was andere, also zum Beispiel also Aragon oder ich weiß nicht, also selbst Sartre, also in der Zeit, als er Compagnon de Route der französischen Kommunisten war, andere geschrieben haben in dieser Zeit. Ja. Also, und vor allem auch, es ist absolut nicht irgendwie gleichsetzbar eben, oder verstehbar vor dem Hintergrund der Blochschen, seiner Philosophie, die ja nun absolut also mit Stalin, dieser stalinischen orthodoxen, dogmatischen Kanonisierung des Leninismus nichts zu tun hat. Dagegen stehen ja zum Beispiel sehr kritischen Artikel gegen Lenin, nicht, aus dem Jahr 1917, 18 von Ernst Bloch im Schweizer Exil. Also wenn es richtig ist, dass diese Pseudonyme, dass das Pseudonym, unter dem diese Artikel veröffentlicht wurden, also Lenin, der neue Zar zum Beispiel, wenn das ist wirklich aus Jakob Bengler, der gezeichnet hat, Ernst Bloch ist, aber nach dem Stil, der so, also kann es sich nur um Bloch gehandelt haben. Genial schreibt, ist sein philosophischer Stil ist unnachahmlich, ähnlich wie der von Adorno oder Horkheimer. Ist unnachahmlich und der ist so eindeutig Blochscher Stil, dass also muss es gewesen sein. Nicht? Und beweisen kann, dass auch Bloch, also 17, zwischen den Jahren 17, 1917, 18, 19, dass er gar nicht begeistert war von dem, was Lenin und die Bolschewiki in der Sowjetunion gemacht haben und dass er eher auf der Position von Rosa Luxemburg stand, ja, und der USPD. Mhm. Ja. Ja, was also sehr gut hat, mein Kollege, Historiker Martin Korol, herausgearbeitet hat, der gearbeitet hat über diese Exilschriften von Bloch. Und dann aber, das heißt, er hatte ja schon die allergrößten Probleme. Dann ist er nur einfach von Lukas und so weiter, dass ich sich erst abgeschwächt, ich hatte Lenin akzeptiert, wenn man das Thomas Münzer Buch liest, nicht? Da kommt dann plötzlich, da erscheint dann Lenin in der Oktoberrevolution wie in einem positiven Licht, zum ersten Mal. Ja, das ist 1921. Und sagen, 1921 ist wohl das Jahr, 1921 ist das Jahr, wo sich Bloch hinwendet zum Marxismus, auch den Kommunisten annähert. Aber mit auch relativ starken Vorbehalten. Und er will also nie was beitragen der Partei, also sagen Lukas, was mit Lukas passiert ist und so weiter. Weil er